Hallo zusammen, ich begrüße euch heute von einem ganz speziellen Ort. Ihr hört es vielleicht im Hintergrund, und zwar bin ich am Rheinfall. Und das hat einen Grund, warum ich hier bin, weil ich nehme euch mit die nächsten Tage auf eine Reise, und zwar auf eine wunderschöne Reise mit dem ID.5 GTX. Und zwar nehme ich euch mit, wir gehen zusammen auf die Grand Tour of Switzerland. Das heißt, die schönsten Landschaften, die schönsten Straßen, alles auch mit dem ID.5 GTX machbar. Kommt mit! Schon am ersten Spot hier am Rheinfall hat es genügend Lademöglichkeiten. Ihr seht es, wir haben hier ein GoFast 150 kW Lader. Dann hat es hier noch AC Lader. Jetzt geht es weiter zum nächsten Spot. Die Grand Tour ist sehr lange. Wir werden miteinander jetzt die nächsten Tage unterwegs sein. Ich sage nur, kommt mit rein und ich erkläre euch noch was. Und wie fahre ich die Grand Tour? Als ersten Helfer habe ich mir die App runtergeladen. Das ist die Grand Tour App. Die App Grand Tour of Switzerland gibt es für Android und iOS. Ist wirklich eine super App. Ein riesen Kompliment an die Entwickler. Und zwar habt ihr da alle Informationen über die Routen. Ihr könnt euch auch navigieren lassen von Spot zu Spot auf der Route, die ihr gerade fahren wollt. Zusätzlich habt ihr überall, könnt ihr was lesen über die Orte, also jetzt hier über den Rheinfall, auch an den nächsten Spots, hat wirklich super Zusammenfassungen, Informationen, wo ihr gerade seid und was ihr da gerade seht. Dann habt ihr zusätzlich dazu, auf der Strecke ist die Grand Tour überall beschildert, also da gibt es überall diese braunen Verkehrsschilder, diese braunen Wegweiser, die könnt ihr nicht verfehlen. An jedem größeren Verkehrsknotenpunkt habt ihr das beschildert. Und los geht's! Ich habe jetzt gestoppt am Bodensee, und zwar haben wir hier eine wundervolle Aussicht. Und zwar ist das nicht einfach so eine Aussicht, sondern das ist eine kaiserliche Aussicht. Und nicht einfach so eine kaiserliche Aussicht, sondern die wie Napoleon III. Denn die Domain Arenenberg war von 1817 bis 1906 im Besitz der Familie Bonaparte. Es gibt hier auch ein Napoleon-Museum und es ist wirklich super schön. Es ist aber ein bisschen windig und heute ein bisschen Pech. Die Sonne scheint noch nicht so viel, aber da, wo wir jetzt hingehen, da scheint dann die Sonne. Ich zeige euch jetzt aber noch ein paar Impressionen von hier. Einfach ein Traum, kann ich euch sagen. Bevor wir jetzt aber weiterfahren, möchte ich noch kurz was zum Verbrauch mit dem ID.5 GTX von heute sagen. Und ich war heute Vormittag, bin ich noch von zu Hause nach Zürich gefahren, bin da noch kurz ins Office gegangen und dann ging es nach Schaffhausen, also zum Rheinfall bei Schaffhausen, zum ersten Spot, den wir besucht haben gemeinsam,
der Grand Tour. Und ich bin auch überall heute, wo es ein bisschen hügelig war, auch hier entlang, bin ich mit im Modus B gefahren, also maximale Rekuperation. Habe da so ein bisschen das One-Pedal-Drive, was zwar bei dem Volkswagen nicht bis zum Stillstand geht, aber ich habe das, es vermittelt einem trotzdem ein bisschen das Gefühl vom One-Pedal-Drive, habe ich eigentlich da genutzt. Und als es flach war, unten jetzt am Untersee entlang, Bodensee, habe ich eigentlich im D-Modus gestellt und habe das Auto da wirklich segeln lassen, also wirklich wunderschön. Ich finde die beiden Modus finde ich wirklich sehr gelungen. Jetzt zum Verbrauch heute, wir haben heute bis jetzt haben wir 179 Kilometer sind wir gefahren, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 59 km/h, 3 Stunden 2 Minuten und ein Verbrauch von 13,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Also fantastischer Verbrauch, fantastisches Auto, fantastische Gegend, fantastische Aussicht hier. Und ich kann euch sagen, es wird noch besser. Weiter geht's. Peace. Ich hoffe, ich habe euch gestern nicht zu viel versprochen, weil ja, jetzt sind wir wirklich in der Sonne. Es ist 34 Grad. Wir sind nämlich in Locarno und zwar auf der La Rotonda, wo das ID-Treffen stattfindet im September. Und da seid ihr natürlich alle herzlich willkommen, alle ID-Fahrer oder solche, die es werden wollen. Aber wir sind auch, es können auch alle Born, Audi, Q4 e-tron, also die ganze MEB-Geschichte, seid alle willkommen, Bass, also wir werden Bass hier haben, ob schon die ersten ausgelieferten hat, das werden wir noch sehen. So, also wir sind weiterhin auf der Grand Tour. Gestern bin ich ja mit euch von über Schaffhausen am Bodensee entlang, da war das Wetter ja ein bisschen schlechter, dann habe ich aber zu Hause übernachtet und heute habe ich natürlich Begleitung dabei. Meine Frau ist mitgekommen und begleitet uns jetzt auf der weiteren Tour. Wir sind ziemlich schnell direkt hier hingefahren und das, weil ich finde, jetzt die nächste Route, die ich mit euch mache, finde ich eine ganz, ganz, ganz attraktive, weil wir machen die Route auf der Grand Tour von Ascona Locarno nach Zermatt. Das heißt, wir fahren erst die Tremola hoch. Die Tremola ist die alte St. Gotthard-Passstraße, wo übrigens auch am ID-Treffen ist das eine der Hauptattraktionen, unsere Tremola-Fahrt. Da fahren wir im Konvoi, fahren wir da die Tremola hoch. Das ist ein super Erlebnis, war letztes Jahr wirklich super, super cool. Wir werden zuerst die Tremola hochfahren und von da geht es dann über den Furka-Pass ins Wallis. Wir werden da bis auf, es gab 2400 Höhenmeter ist dann der Furka-Pass. Das wird wirklich super. Ich denke, bei dem Wetter werden wir super Aufnahmen machen. Wirklich top. Ich freue mich jetzt schon. Und jetzt noch kurz zum Verbrauch. Wir sind eigentlich direkt hier hingefahren. Viel Autobahn über den San Bernardino. Da kann man natürlich nicht so schnell fahren. Wir haben natürlich einen super Verbrauch. Und zwar zeige ich es euch. Wir haben jetzt 185 Kilometer sind wir gefahren, eine Reisezeit von 2 Stunden 45, Durchschnittsgeschwindigkeit von 68 km/h und ein Verbrauch von 12,7 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Jetzt darf man sich da aber nicht ganz trügen lassen, weil es ist so, wir sind natürlich nördlich der Alpen auf sehr viel Höhenmeter gestartet und hier Ascona Locarno am Lago Maggiore ist der tiefste Punkt über Meer in der ganzen Schweiz. Das heißt, das Ziel heute war natürlich viel tiefer. Aber auch gestern, ihr habt es gesehen, haben wir 13, irgendwas gehabt. Also der ID.5 GTX beim Cruisen über Land wirklich, wirklich sehr effizient, muss ich sagen. So, und jetzt fahren wir aber mal noch ein bisschen in Ascona Locarno rum und schauen uns das miteinander an.
Wir sind am Grand Tour Spot in Ascona. Ascona ist ein bisschen meine Lieblingsgemeinde in der Schweiz. Speziell hier der Lago Maggiore. Der Lago Maggiore ist der tiefste Punkt der Schweiz. Der Lago Maggiore ist 200 Meter über Meer. Also tiefer kommt ihr in der Schweiz nicht. Wir lassen uns jetzt navigieren mit der Grand Tour App und fahren nach Zermatt ins Wallis. Das heißt, wir fahren zuerst den Gotthardpass hoch, also die alte Gotthardpassstraße, die Tremola. Von da geht es dann über den Furka. Wir fahren also von 200 Höhenmeter auf über 2400 Höhenmeter hoch, dahin, wo die Gletscher sind. Also los geht's, kommt mit! Wir sind am Spot der Grand Tour, und zwar die Tremola. Wir sind da hinten die Tremola hochgefahren und jetzt zum Spot der Grand Tour hierher. Es ist hier 10 Grad, also vorhin unten war 35,5. Ja. Und hier 10 Grad, also wir haben 25,5 Grad Kälteschock. Es windet wie verrückt. Und wir sind aber noch nicht ganz oben, weil jetzt geht es noch auf den Furka-Pass hoch. Es ist aber wunderschön, Alpenglühen im Hintergrund, kann man sagen. Ja, es ist einfach Abendsonne, the golden hour. Weiter geht's. Wir sind auf dem Furka-Pass auf über 2400 Meter. Das ist der höchste Punkt der Grand Tour, am Spot hier von der Grand Tour. Hinter uns das Wallis. Ein bisschen, vielleicht seht ihr es da drüben, seht ihr einen Teil vom Rhone-Gletscher. Und es ist total kalt. Es ist nur 8 Grad oder 7 Grad, glaube ich sogar nur. Und es windet auch hier sehr stark. Wir frieren uns einen ab. Nein, das sagt man nicht. Wir haben kalt. Wir haben sehr es kalt. Es ist Sommer und wir haben kalt. Genau, und weiter geht's jetzt nach Zermatt im Wallis. Peace. We'll be right back.
Wir sind hier am Rhone-Gletscher. Der Rhone-Gletscher, der vor einigen Jahren noch hier bis hier hingekommen ist, hat sich massiv zurückgezogen. Auch sehr eindrücklich und ja, der Klimawandel schreitet voran und das ziemlich schnell. Ich denke, da kann Elektromobilität ihren Beitrag leisten, damit wir das irgendwie abbremsen können. Ich versuche noch schnell mit der Drohne euch das zu zeigen, wie weit der sich zurückgezogen hat. ID5 ist am Laden. Wir sind im Matterhorn-Terminal. Ein riesen Parkhaus, ich glaube etwa 2.500 Autos haben hier Platz. Und wir gehen jetzt auf die Bahn nach Zermatt hoch. Und los geht's. Oben fährt alles elektrisch. Gibt es nur Elektroautos in Zermatt. Grüezi. Wir sollten abgeholt werden und natürlich ist das mit einem Elektro-Taxi, weil hier ist autofrei Zermatt, aber es fahren hier Elektroautos rum.
Jetzt müssen wir unser Taxi suchen. Weißt du, wie heißt das Hotel? Das ist wirklich eine holprige Angelegenheit, das Taxi hier. Aber es ist elektrisch und fährt. Aber der Komfort, der Federkomfort dürfte etwas mehr sein. Aber cool. Freitagabend in Zermatt. So. Die Begrüßung war schon sehr nett. Es gab einen Willkommensdrink. Ich bin schon ganz besoffen. Nein, das kannst du nicht sagen. Ich muss alles schneiden. Wir haben nichts getrunken. Einen kleinen Drink hatten wir jetzt. Und Maria sagt, sie sei betrunken. Nummer 14. 14? Ja. 10? Schön. Okay, da hat sie einen Rucksack. So, du musst die Karte das Licht machen. Oh ja, schön. Schön. Ja, kann man machen. Wirklich schön, schön, schön. Badezimmer? Doch. Doch, das geht. Und es ist ein Südzimmer, also wir sollten Sicht aufs Matterhorn haben. Das sehen wir dann morgen. Schauen wir uns das dann morgen an. So. Okay. Ja. Ah, man sieht es sogar in der Nacht schon ein bisschen. Sternschnuppe! Oh, Minibar, check. Aber noch viel wichtiger, Nüsse. Nüsse, check. Und was sind das? Mandeln. Mandeln. Okay. Das Feuer digital passt zur Elektromobilität. So, dann gehen wir vielleicht noch raus, einen Absacker nehmen und dann geht es schon bald schlafen und wir freuen uns morgen auf Zermatt. Bis dann!